Vor wenigen Tagen stellte Refocus den neuen Verantwortlichen fürs Deutschlandgeschäft vor, Günther Bleich, ein nicht ganz unbekannter Versicherungsindustrie. Und heute sind wir die Ersten, die Gelegenheit haben, mit ihm zu sprechen. Komm mit! Günther, vielen herzlichen Dank, dass du uns heute empfangen hast an einem deiner ersten Arbeitstage für VFOX. Meine erste Frage an dich ist, du bist ehemaliges Vorstandsmitglied von Swiss Life, dann Geschäftsführer, Gesellschafter gewesen von Franke Bornberg Research und jetzt gehst du zu einem, wenn nicht sogar dem Insurtech in Deutschland, irgendwo zwischen Profitabilität und Wachstum. Warum? Ich glaube, die Dynamik und Tech-Orientierung eines solchen Unternehmens, was auch über die Jahre jetzt gezeigt hat, toll wachsen zu können, mit meinen Erfahrungswerten auch verbinden zu können und genau die Erfahrungswerte, die ich sammeln durfte bei knapp 17 Jahren in der Unterstützung von Vertriebspartnern in den Swiss Life-Vertrieben, also Menschen, die tagtäglich mit dem Kunden über Versicherungs- und Finanzanlagebedürfnisse sprechen. Ich war ja auch mal Versicherungsvermittler, so ist ja nicht. Allerdings in der AO von einem blauen Versicherer, nicht Swiss Life. Aber ich hoffe, das ist so. Hoffentlich brichst du das Gespräch jetzt nicht ab. Auf keinen Fall. Ich glaube, jeder einzelne Versicherungsvermittler, der tagtäglich mit den Kunden über diese Themen spricht, ist sehr wertvoll und gut, dass wir diese Menschen haben. 600 Millionen Euro Umsatz letztes Jahr. Ich glaube, eine Frage, die sich ganz, ganz viele im Markt stellen, ist, womit verdient ihr eigentlich euer Geld? Also sind in Deutschland eben die ganze Palette der Insurance-Dienstleistungen, alles, was rund um das Thema Versicherung eben eine Rolle spielt. Ganz klassische Vertriebsmodelle, ja. Wo wir eben mit unseren Exclusive Advisern Menschen in Versicherungsfragen beraten, rundum beraten und die Versicherer oder unsere Vermittler dabei unterstützen, eben mit Technologie, Plattformen, Produkteinkauf. Ich habe schon ganz viele Anschlussfragen. Meine nächste ist eine kurze, aber vielleicht eine pikante. Wie viele Kunden habt ihr eigentlich in Deutschland? Kannst du da ein paar Zahlen teilen? Genau, vielleicht einmal, um so eine Zahl zu nennen, die wahrscheinlich einige überraschen wird. Wir haben letztes Jahr knapp 300.000 neue Kunden eben gewonnen und entsprechend Policen verkauft. Ja. Also 300.000 Stück für ein Startup oder für da ist nichts, glaube ich, kann man sagen, Haken dran, wir sind da gut aufgestellt. Ne? Kundenanzahl eben geht in Richtung einer Million, ja. Einfach aus den verschiedenen Geschäftsbereichen. Und darüber lässt sich dann eben tatsächlich auch ja einerseits einen Kundennutzen erzielen, ja. Das soll mal vorneweg stehen, andersrum aber auch natürlich auch ein Geschäft betreiben, was man nachhaltig und profitabel betreiben kann. Jetzt hat man am Markt gesehen, dass ihr vor allem über Zukäufe gewachsen seid. Das war Mansut in Italien, TAF in Holland. Wo ist da die Innovation? Genau, die Innovation ist ja einerseits, wie verbinde ich bestehende Geschäftsmodelle und Bausteine. Und ich kann natürlich anfangen, alles komplett neu zu machen und von der grünen Wiese aufzuentwickeln. In meinem Bild, und das hat mich ja überzeugt, entsteht eine Plattform A, dass ich eben die Technologien und die Offenheit und Fähigkeit für Technologien habe. Ein Stück weit auch den unfairen Vorteil, wie es unser Gründer immer nennt, eben zunutze mache, dass ich halt nicht aus 100 Jahre Historie auf 100 Jahre Historie und Altsysteme Rücksicht nehmen muss. Shoutout zu allen CIOs da draußen, die gerade mich großen Tech-Migrationen machen. Ja. Und genau mit diesem Ansatz eben zu starten, gleichwohl lebt eben ja eine Plattform eben von Transaktionen und von Geschäft da drauf. Und insofern ist es ja gut, eben mit funktionierenden, bestehenden Geschäften und dementsprechend über Zukäufe anzufangen und darauf basierend eben die Kombination und diesen Tech-Vorteil eben auch ins Leben zu bringen mit funktionierenden Geschäftsmodellen und bestehenden Transaktionen. Da sind eben diese knapp 300.000 Kunden vom letzten Jahr, ist eben etwas, wo wir beweisen können, dass eine Plattform funktioniert. Andere Frage ist, du bist ja, dein Verantwortungsbereich ist ja VFOX Deutschland. Du hast schon Affinity angesprochen. Was verstehst du darunter? Wenn ich diese ganze Strecke eben habe, von wo interessiert sich der Kunde vorne und ich bin vorne, ist relativ früh im Prozess, bei einer Informationssuche des Kunden schon dabei. Ich habe klassische Vertriebseinheiten eben, die dann auch diesen Prozess bis zum Abschluss begleiten oder den Kunden im Bestand betreuen. Ich habe so ein Affinity-Geschäft nochmal zusammen. Das eben einfach als Punkt oder Vision für eine Insurance-Plattform. Was kann daraus eben entstehen, wenn wir eben das Ganze auch mit Intelligenz in der Art und Weise, wie wir Daten verarbeiten, erkennen und sozusagen daraus neue User-Stories oder Kundenerlebnisse eben generieren können. Da steckt einfach ganz viel Musik drin. Ne? Und insofern ist Affinity ein Baustein. Aber auch mal diesen Gesamtblick eben drauf, was ist möglich aus den Themen, die wir in Deutschland haben.
und was kann man da entwickeln? Und wir haben es nicht heute, aber vielleicht haben wir es morgen. Das ist sicherlich ein ganz spannender Blick. Wenn wir uns in 12 Monaten wiedersehen, wo stehen VFox Deutschland und wo stehst du, Günther? Genau, wir werden auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken, in dem wir gewachsen sind und große Schritte in Richtung Profitabilität gemacht haben. Wir haben mit Sicherheit 1-2 spannende Produktneuigkeiten rausgebracht. Kannst du da was Detaillierteres zu sagen? Nein, heute noch nicht. Okay. Einfach erst machen und dann drüber sprechen. Overpromise ist nicht mein Ding. Lieber erst liefern und dann drüber sprechen. Ich hab's probiert, okay? Ja, es wird kommen. Wir sprechen. Sehr gut. Vielleicht auch nicht erst in 12 Monaten. Ja, ich gebe Bescheid. Günther, war mir eine Freude. Vielen Dank. Viel Spaß. Sehr gerne. Danke auch, Robin.